Du isst wirklich nichts? Wie kann man überhaupt essen, während Silvia da draußen herumirrt? Entschuldigung, ich habe bis vor einer halben Stunde noch gearbeitet. Außerdem irrt sie nicht herum, sondern macht einen Spaziergang. Aber mittlerweile ist es stockfinster. Deine Silvia ist doch kein kleines Kind mehr, das bei Sonnenuntergang zu Hause sein muss. Was soll schon passieren? Mein Gott, André, du weißt doch, wovor ich Angst habe. Meinst du, ihr Mann lauert ihr auf? Vielleicht hätte ich doch die Polizei holen sollen nach der Sache mit dem Blumentopf. Die würde ja noch lange herumermitteln und der Kerl wäre immer noch da. Sei doch froh, dass er weg ist. Ja, wenn er weg ist. Du hast ihm Hausverbot erteilt und wenn er ja wieder auftaucht, macht er sich strafbar. Und wenn ihm das egal ist? So einer will keinen Ärger mit der Polizei. Nein, ich rufe Silvia an. Und wenn sie sich von dir kontrolliert fühlt? Ja, besser als wenn sie sich von mir vernachlässigt fühlt. Silvia, endlich. Ich lasse euch allein. Bitte, Liebes, lauf draußen nicht mehr bei Dunkelheit rum. Das ist zu gefährlich. Hast du Angst, dass Paul mir was antut? Besser als kein Risiko einzugehen. Wer weiß, ob er überhaupt abgereist ist. Vielleicht treibt er sich hier noch rum. Deinem Mann ist alles zuzutrauen. Also gut, ich gehe abends nicht mehr alleine raus. Und ich werde die Belegschaft informieren. Sobald er auftaucht, sollen sie die Polizei holen. Bin wieder da. Hey, Edi. Schneller ging's nicht. Du kommst genau richtig. Das Essen ist gerade fertig geworden. Hey, schau mal, wie schön du gedeckt hast. Und wie das riecht. Oh. Wieso? Hast du etwa damit gerechnet, dass es hier angebrannt riecht? Gerechnet nicht, aber es hätte ja passieren können. Schau mal an. Alle Welt unterschätzt mich, sogar du. Das stimmt nicht, aber du kannst mich gerne ins Bessere belehren. Fang ruhig damit an. Ich habe einen Bärenhunger. Meine Rinderkonsumme ist aber nicht für einen Bärenhunger, sondern für einen feinen Gaumen. Hm. Okay, ich habe beides. Okay, aber zuerst gibt es einen Aperitif. Sag mal, wie viele von diesen ungeahnten Talenten besitzt du denn noch? Lass dich überraschen. Verrätst du mir, was es als Hauptgang gibt? Ein bisschen Geduld, mein Schatz. Das darfst du erstmal vom Dessert naschen. Ich hätte Felix nicht belügen dürfen. Wieso lasse ich mich immer von Rosalie überreden? Ich darf gar nicht daran denken, dass ich jetzt mit Felix zusammen sein könnte. Wenn auch nur wegen der Kalkulation. Bin ich müde. Aber ich muss mich erst vergewissern, dass die Kalkulation in Ordnung ist. Obwohl, auf den ersten Blick sieht ja alles ganz prima aus. Ein bisschen ausruhen. Nur ein paar Minuten. Liebste, würde ich das Ganze allein durchstehen. Niemand müsste mich so sehen. Hey, wir sind befreundet. Da muss man nicht mal stark sein. Vielleicht hole ich doch besser meine Mutter. Was meinst du? Nein, nein. Geht schon wieder. Danke. Danke, dass du da bist. Am besten du versuchst zu schlafen. Meinst du, das kannst du? Ich könnte was vorlesen, wenn du magst. Meine Mutter hat mir früher mal vorgelesen. Na dann.
Bilanzierung und Buchhaltung für Anleger auf dem globalen Markt. Davon schläfst du garantiert ein. Egal, Hauptsache, ich höre deine Stimme. Was ist so langweilig da von mir? Bestimmt die Augen zu. Vielleicht finden wir noch was anderes. Na, wer sagt's denn? Max und Moritz. Das habe ich als Kind geliebt. Ich auch. Miriams Vater hat uns das geschenkt. Ich konnte es einfach nicht wegschmeißen. Am besten fand ich immer den Streich mit den Maikäfern. Ah, hier ist er. Bald zu Bett geht Onkel Fritze. In der spitzen Zipfelmütze. Seine Augen macht er zu, hüllt sich ein und schläft in Ruhe. Doch die Käfer kritze kratze kommen schnell aus der Matratze. Und schon fast einer, der voran. Doch nur. Ich muss sofort die Kalkulation überprüfen. Was machst du denn hier? Bist du aus dem Bett gefallen? Oder machst du die ganze Nacht hier? Ich muss eingeschlafen sein. Ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz ausruhen. Oh je, es tut mir leid. Ich hätte dir das gar nicht aufbürden dürfen. Nein, ich habe das gerne gemacht, Felix. Bist du fertig geworden? Ja, ich muss die Kalkulation gerade eben nur noch mal... Lass mal gucken hier. Vielen Dank. Du weißt gar nicht, was für einen Gefallen du mir damit getan hast. Dankeschön. Jetzt gehst du erstmal nach Hause und legst dich ein paar Stunden hin. Aber ich habe... Nein, Emma, keine Widerrede. Geh nach Hause, ruh dich ein bisschen aus. Ich werde das Werner mal zeigen. Hoffentlich hat Rosalie alles richtig gemacht. Mir wäre wohler, wenn ich die Kalkulation geprüft hätte. Aber eigentlich sah alles sehr professionell aus. Und Rosalie hat gesagt, sowas hat sie früher mit links gemacht. Aber nach Hause gehe ich jetzt trotzdem nicht. Auch wenn Felix das gesagt hat. Schließlich habe ich ja geschlafen. Und ich hätte eh keine Ruhe, bis ich nicht weiß, ob mit der Kalkulation alles in Ordnung ist.